Herr Bauer, müssen Sie mir denn immer so auf die Pelle rücken? Ich muss die exakte Zeit Ihrer einzelnen Arbeitsschritte messen, Frau Petermann. Und wozu, wenn ich fragen darf? Um Ihre Arbeitszeit im Verhältnis zur Verkaufsfläche und dem Umsatz berechnen zu können. Und was soll dabei rauskommen? Eine Verkleinerung der Bettenabteilung auf die Hälfte der jetzigen Verkaufsfläche. Das, Herr Bauer, wäre ein schwerer Fehler. Aus Ihrer Sicht? Aus fachlicher Sicht. Denn eine Bettenabteilung muss dem Kunden vom einfachen Lattenrahmen über den Sitzrahmen bis zum Motorrahmen alles anbieten können, was es gibt. Der Kunde muss alles hier sehen und ausprobieren können, Herr Bauer. Aber nur, wenn es sich rentiert. Wenn nicht, muss die Abteilung verkleinert werden oder ganz verschwinden. Ich bin Rationalisierungsexperte. Aber nicht in puncto Betten. Ich bin seit 28 Jahren, 4 Monaten und 13 Tagen Fachverkäuferin in diesem Haus. Ich war 5-mal Fachverkäuferin des Jahres. Ich weiß, wovon ich rede. Na los, Herr Bauer. Schmeißen Sie Ihre Stoppuhr wieder an. Ich werde jetzt diese Kissen hier auszeichnen. Geschäftsleitung im Anmarsch. Liebe Frau Bittermann, ich darf Sie mit Ihrem neuen Abteilungsleiter bekannt machen. Zöllner, Uwe. Herr Zöllner! Du hättest Abteilungsleiterin werden müssen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen, Margot. Kick ihn raus. Das kann ich nicht. Wenn die Geschäftsleitung meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann ist das ihr Problem. So ein Quatsch! Hast du das denn immer noch nicht begriffen? It's a man's world. Was soll denn das heißen? Dass wir in einer Männerwelt leben und kämpfen müssen. Frau Petermann, das Bett kommt ins Lager und das und das und das. Moment mal. Wieso ins Lager, Herr Zöllner? Herr Bauer hat Ihnen doch gesagt, dass wir den Verkaufsraum halbieren werden. Und ich habe Herrn Bauer gesagt, dass das unmöglich ist. Frau Petermann, die Entscheidungen treffe hier ich. Herr Zöllner, wenn Sie meine Abteilung halbieren, dann werde ich... Kündigen? Nein. In Urlaub werde ich gehen. Das können Sie nicht. Doch, Herr Zöllner, kann sie. Sie hat Resturlaub, nicht, Frau Wittermann? 3 volle Wochen. Höchste Zeit, die Batterien mal wieder aufzuladen und Kraft zu tanken. Frau Wittermann, herzlich willkommen. Guten Tag. Und nochmals herzlich willkommen in der Wellness-Farm Reich der Mitte, liebe Frau Bittermann. Ich bin Dr. Luhmann. Ist irgendetwas? Nein, ich dachte nur, Sie seien... Ach, Chinese, das bin ich im Herzen. Ach, und übrigens, bitte nehmen Sie doch Platz, Frau Bittermann. Und übrigens auch dem Namen nach. Hier bitte. Luhmann. Das bedeutet anmutiger Weg. Frau Bittermann, ich mache zuerst mal eine Augendiagnose. In den Augen spiegeln sich die Notstände der Seele wie des Körpers. Darf ich? Oh ja. Ja, Sie sind mental erschöpft, liebe Frau Bittermann. Wann haben Sie denn das letzte Mal etwas nur für sich getan? Na ja... Yin und Yang, Frau Bittermann. Das ganze Programm der Mitte. Und Sie gewinnen Ihre innere Balance zurück. Ich werde einen schönen Therapieplan für Sie ausarbeiten. Ja, gut. Und Frau Bittermann bekommt das Bambuszimmer.
Danke sehr. Danke. Bitte schön. Unsere Zimmer haben eine Ying-Ruhezone, die auf die mittlere galaktische Milchstraßenebene eingestellt ist. Sie werden schlafen wie ein Murmeltier. In dem Dings? Das soll ein Bett sein. Ein Futon aus Japan. Dort die aktive Yang-Zone, geistig anregend, denn sie ist geomantisch nach Süden ausgerichtet. Genau auf die Mitte, zwischen dem 40. und 42. Breitengrad. Ach was. Sie können jetzt auspacken. Ich bringe Ihnen gleich noch Ihren Therapieplan. Danke. Nur braun. Na, ich weiß nicht. Weich wie Seide, stark wie Jade. Der asiatische Weg der Frau zum Erfolg. Obwohl wir Frauen stark sind wie Jade, verlangen wir zu wenig. Aha. Ihr Therapieplan, Frau Bittermann. In 10 Minuten geht's los. Bademantel und Handtuch nicht vergessen. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong? Zur Sing-Sing-Massage. Anschließend ruhen Sie bitte bis zum Mittagessen. Danke. Entschuldigen Sie. Ich habe einen Bärenhunger. Was gibt es denn? Sie bekommen die Soho-Diät. Heute grüne Algen. Guten Appetit. Danke. Minuten 54 Sekunden beginnt meine Essenszeit. Damit ist jetzt Schluss. Keine Frau muss sich schämen, wenn sie für ihr Recht kämpft. Richtig. Menschen wollen nicht besiegt, sie wollen gewonnen werden. Na gut, gewinnen Sie, weich wie Seide, Ihre Feinde für Ihre Ziele. Jawohl, Herr Bauer. Sie erlauben? Oh, bitte sehr. Frau Bittermann. Herr Bauer. Gewinnen Sie, weich wie Seide, Ihre Feinde für Ihre Ziele. Sind Sie beruflich hier? Sagen wir mal so, ich mache mich fit für meinen nächsten Auftrag. Ach, bei uns haben Sie nichts mehr zu tun? Doch, doch.
Als nächstes nehme ich mir die Küchenabteilung vor. Ah. Dann sehen wir uns ja bestimmt bald wieder. Vorsicht, heiß. Kartoffelpuffer. Mein Lieblingsgericht. Meins auch. Die sind hier wirklich ganz prima, Frau Bittermann. Oberknusprig. Die esse ich hier jeden Tag. Möchten Sie vielleicht mal ein Stückchen probieren? Na ja, ein ganz kleines Eckchen vielleicht. Fast so gut wie meine. Oder meine. Sagen Sie, drehen Sie die Zwiebeln auch durch den Fleischwolf? Nein. Ich habe einen anderen Trick. Die geriebenen Kartoffeln kommen bei mir erstmal in ein kleines Leinsäckchen. Das schleudere ich in der Wäscheschleuder. Was? Das ist ja genial. Ja, so schön trocken kriegt man die Kartoffelmasse sonst nicht. Dann die Eier dazu. Die Eier und dann die Zwiebeln? Ja, in dieser Reihenfolge. Und dann ab in die Pfanne. Frau Petermann, wenn ich Sie so reden höre, dann könnte ich mir gleich noch eine Portion bestellen. Oder wollen wir uns eine teilen? Gern. Und dazu vielleicht ein Glas Wein. Hole ich uns. Gewinnen Sie Ihre Feinde für Ihre Ziele. Wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, ich habe eine Blase. Naja, wir laufen jetzt ja auch schon 43 Minuten und 13 Sekunden. Aber gleich sind wir da und dann mache ich Ihnen sofort ein Pflaster. Ach, das ist ja. Und links. Oh. Oh, bitte. Oh, Sie haben ja ein tolles Zimmer. Finden Sie? Ja. Ah, setzen Sie sich. Ich hole nur rasch das Pflaster. Dieses männliche Braun. Dieses Braun. Bei mir ist alles himmelblau, wie in einem Kinderzimmer. Wenn Sie Braun schöner finden, können wir ja tauschen. Das würden Sie tun? Warum nicht? Also wirklich? Herr Bauer, ich habe gerade erst angefangen. Wieso denn? Das ist doch jetzt mein Termin. Soweit ich fertig bin. Nein, 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 nein. Ich war für Viertel nach eingetragen. Sie sehen doch, dass ich noch nicht fertig bin. Dann müssen Sie eben abbrechen. Wie bitte? Ich soll abbrechen? Und das sagen Sie mir? Aber ja, weil ich jetzt dran bin, sonst kommt mein ganzer Tag durcheinander. Also bitte. Und mit Ihnen habe ich das Zimmer getauscht. Sie Zeitfanatiker. Von wegen. Weich wie Seide. Ja, bitte. Sie sollten jetzt nicht abreisen, Frau Bittermann. Sie sind noch nicht so weit. Und wenn Sie auch dieses Zimmer stört, ich meine... Es ist nicht das Zimmer, Herr Dr. Luhmann. Nicht? Nein. Legen Sie sich mal auf dieses Dings da. So ein Fu-
Beton, Frau Wittermann. Und jetzt? Versuchen Sie mal zu lesen. Sehen Sie? Keine Nackenstütze zum Lesen. Ich bin seit über 28 Jahren Fachverkäuferin einer Bettenabteilung, Herr Dr. Luhmann. Und in puncto Betten macht mir keiner was vor. Margret, schön, dass du wieder da bist. Wie war's? Hast dich gut erholt? Na ja. Hab mir Wellness geleistet. Aber es war irgendwie komisch. So mit chinesischer Augendiagnose. Jedenfalls war es mal ganz was anderes. Und hier, der große Zampano. Er wollte doch die Abteilung halbieren. Ja, wollte. Erst Riesentamtam, dann tote Hose. It's a man's world, sag ich dir. Herr Dr. Luhmann. Frau Bittermann? Ja? Hier bin ich. Schön. Ich habe furchtbare Rückenschmerzen. Zeigen Sie mir doch bitte mal Ihre Betten. Gern. Fangen wir bei Etrusco an. Sie können die Rückenlehne in eine bequeme Lesesitzposition bringen und dabei Ihre Knie anwinkeln. Ja, wunderbar. Das Beste kommt noch. Wenn Sie nun aus dieser Lage wieder in die Horizontale kommen, so, dann spüren Sie, wie Ihre Wirbelsäule sich lockert und dehnt. Spüren Sie es? Ja, fantastisch. Guten Tag, Herr Dr. Luhmann. Oh, guten Tag, Herr Bauer. Wir hören voneinander. Ach. Sie haben nicht zu viel versprochen. Es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Herr Bauer, gesehen. Frau Bittermann, erst einmal möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Schon in Ordnung, Herr Bauer. Danke. Aber jetzt. Sie haben sich soeben über 60 Minuten mit einem Kunden beschäftigt, von dem kein Auftrag zu erwarten ist. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß, dass er Ihnen nichts abkaufen wird. Wollen wir wetten? Wetten? Ja, dass ich diesen Auftrag an Land ziehe. Damit würde sich dann doch auch schlagartig mein Verkaufsfläche-Arbeitszeit-Umsatzquotient verbessern, oder? Na ja, theoretisch. Ja, ja. Und mit diesem Quotienten könnte ich dann doch Abteilungsleiterin werden. Abteilungsleiterin? Natürlich. Ja, natürlich möchte ich Leiterin der Bettenabteilung werden. Wenn Sie den Auftrag kriegen. Wenn ich den Auftrag kriege. Und dann habe ich bei Ihnen noch einen Wunsch frei. Haben wir jetzt alle? Ja, wir sind komplett. Alles erledigt. Noch nicht ganz. Ich sehe da noch etwas in Ihren Augen. Sie sollten doch noch einmal zu uns kommen. Für Ihre Nerven könnten wir noch eine Menge tun. Das haben Sie schon zur Genüge, Herr Dr. Luhmann. Oh, danke. Gratulation, Frau Abteilungsleiterin. Danke, Eva. Aber sag mal, wo ist denn jetzt Herr Zöllner? Der hat die Direktion der Münchner Filiale übernommen. Oh, das freut mich aber sehr für ihn. It's the man's world. Aber davon können wir lernen. Und das ist erst der Anfang. Guten Appetit.
Frau Müller. Herr Wenger, so spät noch im Dienst? Immer dann, wenn uns niemand erwartet. Es ist bloß, dass ich heute meinen Kegelabend habe und pünktlich zumachen muss. Mir reicht ein kurzer Blick. Bitte. Sehr gemütlich bei Ihnen. Der Lebensmittelhygieneverordnung entspricht das allerdings nicht. Ich weiß. Der Teppich. Nicht nur das. Sie kommen allein zurecht. Wie immer. Na, Ben. Keine Klatsch mehr da? Habe ich doch extra für dich reserviert, Frau Pusch. Danke. Wie immer. Beim Friseur hat das heute gedauert. Der Herr Azubi feiert krank. Danke, Frau Müller. Das war's, Frau Müller. Und den Bericht bekommen Sie dann per Fax. Danke. Und schönen Abend noch, Herr Wenger. War das nicht der vom Ordnungsamt? Das heißt jetzt Verbraucherschutz. Aber mich hat er irgendwie auf den Kieker. Jedes Mal brummt er mir ein Ordnungsgeld auf. Dies eilt, Dr. Warnberg. Ich weiß. Danke, Frau Sommer. Kann ich Ihnen jetzt noch rasch was diktieren? Selbstverständlich. An Rechtsanwalt Ingo Menge, streng vertraulich, lieber Ingo. Hier nun die Liste der Kürzungen und Abgaben, die ich am Wochenende auf dem Delegiertentag zur Abstimmung stellen werde. Lass mich bitte umgehend wissen, was du davon hältst. Du weißt, was für mich davon abhängt. Dein KD. Könnten Sie auch die Liste noch schnell für mich abtippen? Ich weiß, Sie wollen ins Theater. Faxe tue ich dann selber, damit Sie nicht zu spät kommen. Die Rente fällt und fällt, der Benzinpreis steigt und steigt. Die Politiker ziehen uns das Geld aus der Tasche, bis wir völlig nackt sind. Vielleicht sollten Sie dich mal ranlassen, Frau Pusch. Mich? Was soll ich denn in der Politik? Es besser machen. Eine vernünftige Hausfrau könnte denen vielleicht helfen. So, und jetzt muss ich zumachen, Frau Pusch. Heute ist Kegel. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Der hat's aber diesmal eilig mit seinem Ordnungsgeld. Der Bürgermeister? Streng vertraulich. Oh nee. Vielleicht sollte ich das gar nicht lesen. Lieber Ingo. Liste der Kürzungen und Abgaben. Ich glaube, das habe ich besser nicht gesehen. Hast du schon gehört? Jetzt sollen die Bootsliegeplätze abgeschafft werden. Und Sozialwohnungen wollen sie überhaupt keine mehr bauen. Und die Kurzparker sollen noch mehr zur Kasse gebeten werden. Was ist das denn hier? Oh, bei mir im Laden, da kriegt man so einiges mit. Es werden den Bürgern weitere Opfer abverlangt werden müssen, denn ich habe keinen Dukatenesel, mit dem ich irgendwelche sozialen Hängematten finanzieren könnte. Wir können Deutschland nur durch Verzicht und mit harter Arbeit wieder flott machen. Ich danke Ihnen, bitte. So. Lieber KD, bestätige den Eingang deines Faxes. Punkt. Muss dir leider widersprechen. Deine Kürzungen sind unsinnig. Vergiss sie. Punkt. Alle. Ausrufezeichen. Warum geht ihr im Rathaus nicht mit gutem Beispiel voran? Eine Nullrunde bei den Diäten zum Beispiel, das wäre ein Anfang. Reiß das Ruder rum. Punkt. Nichts für ungut.
Ingo Mende? Inge Müller? I.M. Perfekt! Guten Morgen allerseits. Hallo. Guten Morgen, Frau Müller. Morgen. Eine Bett. Danke. Schönen Tag noch, Herbert. Danke. Frau Weber, wie immer. Danke sehr. Danke auch. Herr Werner, einmal Zigaretten. Guten Morgen, Herr Dr. Werner. Guten Morgen, Frau Sauer. Ihr Kaffee kommt sofort. Wunderbar. Ich muss dir leider widersprechen. Aber das ist doch... Verbinden Sie mich sofort mit Rechtsanwalt Menge. Menge? KD, morgen. Was gibt's? Ein Fax? Nein, KD. Ich habe keinen Fax von dir bekommen. Ingo, ich selbst habe es dir gestern Abend gefaxt und es muss angekommen sein, denn hier liegt ja deine Antwort. Das kann nicht sein. Ich habe dir nichts gefaxt. Du hast mir nichts gefaxt. Du schreibst mir hier, dass meine Vorschläge allesamt Schrott sind. KD, bitte nimm zur Kenntnis, dass ich dir überhaupt nichts gefaxt habe. Du hast mir nichts gefaxt. Aber es wäre eine Katastrophe, wenn das Fax nicht von dir ist. Von wem ist es dann? Dann läuft da was gegen mich, Ingo. Moment. Ja, mein Schatz. Frau Sommer, ich brauche jemand von der Sicherheit. Sofort. Sofort, Herr Bürgermeister. Verstehst du, Ingo? Dann ist da eine Riesenschweinerei gegen mich im Gange. Wahrscheinlich von der Opposition, die sind ja zu allem fähig. Oder die Presse. Ja, irgend so ein Zeitungsheini hat in meiner Vergangenheit herumgestochert und ist hinter die Sache mit Marion gekommen. Marion war doch vor deiner Ehe. Ja, du hast recht. Marion war vor meiner Ehe. Marion? Marion, die könnte es sein, dieses rachsüchtige Biest. Sie hat mir nie verziehen, dass ich Brigitte geheiratet habe. Das ist doch abstrus. Was heißt hier abstrus, Ingo? Meine Wiederwahl steht auf der Kippe, da ist dem Gegner jedes Mittel recht. Das siehst du doch. Irgendjemand muss meinen Fax abgefangen haben. Bitte, bitte denk nach. Und wenn du eine Idee hast, wer dahinter stecken könnte, ruf mich an. Bitte. Ja, ich melde mich. Ja, danke. Ja. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Guten Morgen. Lassen Sie bitte unverzüglich feststellen, wer der Absender dieses Faxes ist. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Die Sache hat oberste Priorität. Ich erwarte noch heute Ihren Bericht. Heimliche Geliebte erbt alles, dass sowas erlaubt ist. Ein Fax, was kostet das? 1 Euro, bitte. Danke. Kann ich auch bei Ihnen faxen? Ja, natürlich. Jeder Kunde kann bei uns faxen. Da auf dem Schild steht es doch. Sind Sie vom Ordnungsamt? Ich habe dafür eine Konzession. Nein, nein, ich wollte das sozusagen nur mal wissen. Kennen Sie die Kunden, die bei Ihnen faxen? Einige ja, einige nein. Wollen Sie nur faxen, oder nicht? Nein, danke. Schönen Tag noch. Komischer Kauz. Was hat er gekauft? Nichts. Ja, bitte? Ah ja. Das Fax ist eindeutig in einem Zeitungsladen in Barmbek abgeschickt worden. Ich war selber da. Ja und? Wer steckt dahinter? Das wissen wir noch nicht. In diesem Geschäft kann jeder faxen. Um den Täter zu ermitteln, müssten wir den Laden Tag und Nacht observieren. Die Zeit haben wir nicht. Morgen beginnt der Delegiertentag. Wem gehört der Laden? Einer Frau, Inge Müller. Total harmlos. Viel zu nett für sowas. Ich möchte die Frau sprechen. Können Sie die irgendwie herholen? Ich meine, diskret. Selbstverständlich. Schramm, LKA. Frau Müller? Ich hab schon dicht gemacht. Kommen Sie bitte mit. Mitkommen? Wieso denn? Zeigen Sie mir erst mal Ihren Ausweis. Bitte sehr. Und jetzt kommen Sie. Erst will ich wissen, warum Sie mich verhaften. Ich verhafte Sie nicht. Ich bitte Sie, mitzukommen. Und warum sollte ich? Sie haben gegen das Fernmeldegeheimnis Artikel 10 Absatz 1 GG verstoßen. Und das ist nach § 138 StGB strafbar.
Bringe jetzt Verdachtspersonen zum Bürgermeister. Wo bringen Sie mich eigentlich hin? Zum ersten Bürgermeister. Was? So wie ich aussehe. Sie sehen sehr gut aus. Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Müller. Warenberg. Tag, Herr Bürgermeister. Sie wissen, warum Sie hier sind? Nicht so richtig. Frau Müller, es gibt ein Grundrecht auf Geheimhaltung aller im Fernmeldeverkehr verbreiteten Nachrichten. Ach so. Sie meinen das Fax? Und die Weitergabe dieser Nachrichten an Dritte ist strengstens untersagt. Ich habe hier auch gar nichts weitergegeben, Herr Bürgermeister. Ich habe Ihr Fax nur beantwortet. Unter falschem Namen? Nein, mit meinen Initialen. Inge Müller, I.M. Und wer hat Sie dazu veranlasst? Wer sind Ihre Hintermänner? Die Opposition? Die Presse? Die Wahrheit, Frau Müller, für wen arbeiten Sie? Ich? Also meine Kegelbrüder hatten ganz recht. Ihre Kegelbrüder? Und denen haben Sie mein Fax gezeigt? Nein. Ich habe die Jungs nur ganz allgemein gefragt, was sie von ihrer Sparliste halten. Sie reden immer von den Menschen da draußen im Lande. Aber wir... Wir? Wer ist wir? Na, alle. Meine Kegelbrüder, meine Kunden im Laden. Wir können dieses Gerede nicht mehr hören. Von wegen den Gürtel enger schnallen. Unseren Gürtel kann man nicht mehr enger schnallen. Das sagen die Bürger immer. Was soll ich denn tun, Ihrer Meinung nach? Bei den Ladenmieten zum Beispiel könnten Sie mal einen Riegel vorschieben. Die steigen und steigen. Das ist freie Marktwirtschaft. Früher hatten wir soziale Marktwirtschaft. Frau Müller, ich als politischer Entscheidungsträger stehe unter dem Zwang der Fakten. Tag für Tag stürmen die brennenden Probleme der Stadt auf mich ein. Zugleich lauert die politische Konkurrenz nur darauf, dass ich Fehler mache. Und dann laufen mir die Wähler weg. Die laufen Ihnen jetzt schon weg, weil Sie uns jeden Tag mit neuen Hiobsbotschaften kommen, statt einmal Klartext zu reden. Das ist leichter gesagt als getan. Ach was! Sie müssen die ganze Richtung ändern. Keine Kürzung in unseren sozialen Belangen, zum Beispiel Wohnungsbau etc. pp. Lieber Geld in die Schulen stecken, in die Kindergärten. Und unsere Krankenhäuser brauchen Sie auch nicht zu verkaufen. Das regt mich überhaupt richtig auf. Und dann hat er gesagt, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Frau Müller. Leute wie Sie könnten wir in der Politik gebrauchen. Alle Neune, was, Inge? Komm mal wieder ein bisschen runter, du bist beim Kegeln. Ihr glaubt mir nicht. Aber ihr werdet ja sehen, ob ich was erreicht habe. Morgen ist Parteitag. Morgen wird meine Tochter 7. Da will ich von Politik nichts hören. Genau. Und jetzt los, Engel. Du bist dran. Zeig, was du kannst. Und ich sage das hier in aller Deutlichkeit. Mit uns wird es keine Nullrunde für Reparaturen an Rad- und Fußwegen geben. Keine Verteuerung der Kurzparkzonen, keine Abschaffung der Bootsliegeplätze, keine Kürzungen im Wohnungsbau. Wir müssen und wir werden dafür sorgen, dass auch dem kleinen Mann endlich wieder Geld in die Tasche fließt. Und deswegen wird es mit uns auch keine Diätenerhöhung für Senatoren geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es sieht ganz so aus, als gelänge Bürgermeister Warenberg hier gerade der ganz große Durchbruch. Morgen, gleich nach unserer Heute-Sendung, informieren wir Sie in einem Special ausführlich über den Parteitag in Hamburg. Endlich eine Politik der Vernunft. Der Durchbruch. Warenberg reißt Ruder in der Sozialpolitik herum. Ja. Morgen, Herr Ehlers. Sie machen heute aber spät auf, Frau Müller. Ja. Entschuldigen Sie. Hier, das müssen Sie lesen.
überwältigender Erfolg für Warenberg. Und wissen Sie, dass er das alles von mir hat? Von Ihnen? Aha. Eine Latschika Light, bitte noch. Ja. Das sind dann 3,20 Euro, bitte. Sorgen Sie dafür, dass auch dem kleinen Mann endlich wieder Geld in die Tasche fließt, habe ich ihm gesagt. Und genau so hat er es in seiner Rede formuliert. Er redet irgendwie so ein Zeug vom Bürgermeister oder so. Bürgermeister? Ist bei dir alles in Ordnung, Frau Müller? Mein Mann hat nämlich gerade gesagt, ich soll mal nach dir sehen, weil vorhin noch gar nicht auf war. Ja, es ist heute etwas später geworden. Ach, aber du fühlst dich doch gut. Elas hat nämlich gerade gesagt, du redest lauter so ein Zeug vom Bürgermeister. Ich sag die Wahrheit. Glaubt mir bloß keiner. Na, Zeitung, Zigaretten wie immer, Frau Busch? Nee, ich komm noch mal wieder. So. Damit ihr mir es endlich glaubt. Hier steht es schwarz auf weiß. Genau das, was ich zum Bürgermeister gesagt habe. Doch Inge, du tickst ja nicht mal richtig. Guten Abend, Frau Müller. Herr Wenger. Ich dachte, ich bringe den Bericht doch lieber persönlich vorbei. Legen Sie ihn bitte dahin. Ich packe das hier gerade für die Alsterschwäne zusammen, falls Sie nichts dagegen haben. Tja, keine Kunden, keine Beanstandung. Bleibt hier. Frau Müller, ich habe alle Ursache, mich bei Ihnen zu bedanken. Herr Bürgermeister. Wahnsinn! Der Strauß. Passt in keine Vase. Kommen Sie bitte, Entschuldigung, mit in die Küche. Der Bürgermeister, Sie kennt ihn wirklich? Hab gerade wieder ein Ordnungsgeld aufgebrummt gekriegt. Hm. Das läuft gut. Aber das hier, das ist ja nicht zu fassen. Verbraucherschutz. Wenn man Brötchen schmiert, muss praktisch der ganze Raum aus wasserundurchlässigen, wasserabweisenden, abwaschbaren Materialien sein. Darum kümmere ich mich. Tolles Brötchen. Und die Gürkchen. Da freue ich mich. Und über Ihren Erfolg beim Parteitag freue ich mich auch. Das war genauso Ihr Erfolg, Frau Müller. Wollen Sie mich nicht auch weiterhin beraten? Ach, Herr Bürgermeister. Mein verstorbener Mann hat immer gesagt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Besser, ich mach hier weiter meinen Laden und Sie machen Ihr Rathaus. Aber wenn mal was ist, können Sie ja faxen. Meine Damen und Herren, ich möchte etwas sagen. Ich verdanke Frau Müller wertvolle Einsicht. Ich schätze die unmittelbare Begegnung mit den Menschen da draußen im Lande. Der Satz ist aber nicht von mir, Herr Bürgermeister. Schon wieder auf dem Sprung?
Ja, Frau Schwepper. Genau wie immer. Ich möchte ja wirklich mal wissen, wo Sie sich immer so rumtreiben. In Ihrer komischen Aufmachung. Wie bitte? Na ja, geht mich ja nichts an. Ich meine ja nur. Ich werde Ihnen sagen, wo ich hingehe. Ah ja? Es ist ein paradiesischer Ort. Fern von Sorgen und Not, an dem die ganze Welt sich trifft in Schönheit und Harmonie. Paradiesisch? Wo soll denn das nun wieder sein? Dürfte ich? Danke, sehr freundlich. Guten Morgen, Herr Becher. Guten Morgen, Frau Pückler. Stupp, Sie wartet schon. Wie? Und die darf da einfach so rein? Das war eine Dauerkarte. Viel Spaß. Danke. Mein Tänzer grüßt euch, meine Schönheiten. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Pelzgesichter. Morgen, Paola. Ist nicht so viel. Wir wollen nicht zu dick werden. Guten Morgen. Hallo, mein Süßer. Na, wie geht es denn heute? Danke der Nachfrage. Nein, nicht Sie. Der Seebär. Aber wirklich, mein Herr. Muss das denn sein mit diesem schrecklichen Rauch? Meine Pfeife? Wieso? Die Tiere werden Ihnen dankbar sein, wenn Sie das Rauchen unterlassen. Wir haben alle feine Nasen. Komm hier. Ja, da bist du ja. Biologisch, dynamisch. So. Natürlich habe ich was für dich. Das wär's fürs Erste. Wir wollen dich auch nicht zu sehr verwöhnen. So. Und für mich jetzt ein Stück Haselnussschokolade. Kleiner Ohnmachtshack. Die wohnen in Afrika. In Indien. Wie bitte? Afrikanische Elefanten haben größere Ohren. Diese hier stammen aus Indien. Elephas maximus indicus. Na ja, dann eben Indien. Nach 32 Jahren als Grundschullehrerin kann man nicht aus seiner Haut. Ihre Weißweinschorle, Frau Pückler, wie immer. Ach, Fräulein Rosi, wie aufmerksam von Ihnen. Und der goldene Pavillon. Darauf freue ich mich schon den ganzen Vormittag. Na, dann zum Wohle. Auf das Ihre. Tag, mein Mädchen. Mach mir mal ein kühles Blondes. Ein Pilz kommt sofort. Hallo, meine Süße. Hast du mal Feuer? Ich muss doch bitten. Ich habe Sie vorhin nur höflich aufgefordert, das Rauchen auf dem Schulhof zu unterlassen. Schulhof? Im Tierpark natürlich. Das bestimmt ein Liebesroman, ne? Gedicht. Johann Wolfgang von Goethe. Ach, herrje, Dichterfürst. Mit denen bin ich ja nie zurechtgekommen, mit den Dichterfürsten. Schon wegen der ganzen Reimerei und so weiter. Das ist Poesie, Verehrtester. Aber auch dafür muss man eine Nase haben. Ich sag ja bloß meine Meinung. Tja. Die will aber niemand hören. Guten Tag. Leute, gibt's.
für so eine Art Kapitän oder sowas? Von Lyrik hat er jedenfalls keine Ahnung. Bis morgen, Fräulein Rosi. Danke. Ihr Pilz. Was war denn das für eine Schreckschraube? Die glaubt wohl, sie ist hier zu Hause. Ja, unsere Frau Pückler, die kommt doch jeden Tag. Ex-Lehrerin. Ja, so sieht's ja auch aus. Tja, sitzt immer bei den Elefanten. Ja? Also, Frau Pückler, muss denn das schon wieder sein? Dieser ewige Krach am Feierabend. Aber... Diese ständige Klimperei. So geht's ja nun auch nicht. Aber ich muss doch üben. Die Fingerfertigkeit. Finger, üben. Wofür denn überhaupt? Sie haben doch eh keine Schulklasse mehr, der Sie was vorspielen können. Und die Hausordnung und ich, wir können da gerne drauf verzichten. Unsere lieben Frau Pückler zur Pensionierung. Im Zoo müsste man vor. Entschuldigung, dürfte ich? Danke, sehr freundlich. Guten Morgen, Herr Becher. Guten Morgen, Frau Pückler. Stopp, sie wartet schon. Komm hier, komm! Ahoi! Was machen Sie denn da? Ich füttere einen Elefanten. Aber das ist mein Elefant, meine kleine Stupsi. Ihr Elefant? Und dann auch noch Brot, Weißmehl, Kohlehydrate ohne Ballaststoffwert. Soll Stupsi denn dick werden? Hier steht es geschrieben, kein Brot füttern. Obst und Gemüse, das ist gesund. Na komm. Na komm schon. Stupsi, biologisch, dynamisch. Scheint dir aber zu schmecken. Ja, so ist gut. Na also, schmeckt doch viel besser als so ein Oller Toast. Entschuldigung, Sie sitzen auf meiner Bank. Ihre Bank? Ihr Elefant? Ich habe genauso Eintritt gezahlt wie Sie. Aber ich sitze immer hier. Jeden Tag. Von 12 bis 3. Und ich habe eine Dauerkarte. Deswegen sind Sie wohl auch so eine Dauernervensäge. Also, das ist doch getragen mangelhaft. Und jetzt werde ich mich beschweren. Und zwar höheren Ortes. Und dann werden Sie ja sehen, was Sie davon haben. Eintragung ins Klassenbuch, was? Nun setzen Sie sich doch erstmal bitte. Ich verstehe ja Ihre Aufregung, Frau Pückler. Aber ich kann niemandem ein Hausverbot erteilen, nur weil er Pfeife raucht und auf Ihrer Bank sitzt. Bankraub nenne ich das. Und beleidigt hat er mich. Und er hat Brot gefüttert. Er hat Sie mit Brot gefüttert? Mich? Nein, Stupsi. Ach so. Natürlich. Ich lasse mir ja viel gefallen. Sonst immer. Und bin eine Seele von Mensch. Aber hier, in meinem Zoo. Also, natürlich der Ihrige, Sie verstehen schon. Hier ist gerade wieder eine Spende eingegangen, von unserem Kapitän Rundstedt. Kapitän? Etwa so ein Alter mit Pfeife und Elbsegel auf dem Kopf? Ja, Sie kennen ihn? Über den red ich doch die ganze Zeit. Ist einer unserer freigebigsten Förderer. Ohne Leute wie ihn müssten wir den Zoo dicht machen.
vierstellig. Aber er füttert mit Weißbrot. Ah, Frau Pückler, da sind Sie ja. Ich habe ein schweres Paket für Sie angenommen, weil Sie vorhin nicht da waren. Ja, meine Noten. Noch mehr Noten? Du liebe Güte. Na gut, ich krieg dann noch 1,50 €. Ja, einen Moment. Aber nicht gleich wieder ausprobieren, die Noten, hören Sie? Wir müssen uns da wirklich mal was ausdenken. Zwischen 4 und 6, da mache ich immer meine Gymnastik. Da kann ich Musik ganz gut gebrauchen. Aber nicht am Wochenende. Hören Sie endlich auf! Ja, wie? Mir ist schwindelig. So. Schön auf die Stirn. Danke. Und nun erzählen Sie mal. Von Anfang an. Ich bin ein Tier. Ein was? Nein, nein. Es ist nur so, ich liebe die Tiere so sehr. Vor allem die Elefanten. Sie sind wie meine eigene Familie. Offensichtlich eine Großfamilie. Vorsicht! Die müssen immer alle zum Eingang blicken. Das bringt Glück. Aber vielleicht auch nicht. Wieso? Naja, weil jetzt ein Kapitän aufgetaucht ist im Zoo. Mit einer Pfeife und seinem vielen Geld. Ach, im Zoo, das ist also ihr Paradies. Na, nur wird ein Schuh draus. Tja, aber meine Stupsi, mein Lieblingselefant, zieht das Toastbrot des Kapitäns meinem Biogemüse vor. Hm. Ja, dann werfen Sie doch Kuchen hin. Kuchen? Weißmehl mit Zucker? Ja, was Besonderes eben. So ein Elefant will auch nicht immer nur das Gleiche fressen. Sie müssen ihn bestechen, Frau Pückler. Mache ich bei meinem Mann auch immer. Ach nee, das ist doch Schummelei. Doch, doch, doch. Der Zoo, das ist Ihr Paradies. Mit Harmonie und so weiter. Ihre Worte. Ja, schon. Also, ab morgen steht Kämpfen auf dem Stundenplan. Papaya. Kiwi. Und Baby-Ananas. Ja. Sowas kriegt man nicht alle Tage. Nun ist alles wieder gut. Sie? Was machen Sie denn da? Sie erschrecken ja das arme Tier. Im Gegenteil. Ich imitiere den Brummschrei des Elefantenbrüllen. Das lockt die Frauen durch ganz Afrika. Indien? Mein Gott, Sie kommen aus Indien. Nicht einmal das wissen Sie. Ist doch ganz egal. Hauptsache, das wirkt. Sehen Sie! Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Infamste Schummelei. Na schön. Ich bin noch nicht fertig. Stupsi! Kuchen! Rosinenpuffer, selbstgemacht. Hier, Stupsi, lecker Möhre. So ist brav. Stupsi, frische Heißwecken. Komm her, Stupsi, noch eine, das ist gesund. Komm hier. Bom, bom, Stupsi, bom, bom. Stupsi, Schokolade. Komm her zu mir, Stupsi. Komm hier. Hier, Stupsi, hier gibt's was Gutes. Haselnussschokolade. Stupsi, komm hier. Komm hier, Stupsi. Komm hier. Komm hier. Stupsi, komm hier. Hören Sie endlich mal auf, dieses Tier zu quälen.
Das müssen Sie gerade sagen mit Ihrem Täterä. Junge Frau, Sie mal was kommen erzählen. Hier was einfach Sie, her und nehmen mir meine Stupsi weg. Jahre komme das ich werde in ich hören Auftrag. Oh mein Gott, Stupsi. Können Sie da nur so seelenruhig sitzen? Stupsi stirbt womöglich. Ihr dusseliges Gerenne macht die Sache auch nicht besser. Stupsi. Herr Direktor, was ist mit meiner Stupsi? Herr Direktor, wenn ich irgendwas tun kann. Sie hat eine Magenverstimmung. Offensichtlich zu viel gegessen. Oder das Falsche. Genau. Das waren Ihre Hustenbonbons. Ihre matschigen Kartoffelpuffer. Außerdem hat Stupsi eine Art Nervenzusammenbruch erlitten. Kein Wunder. Der hat unzüchtige Laute von sich gegeben. Sie hat sie mit Schokolade gedopt. Gedopt? Unverschämtheit. So nicht, Gnädigste. So nicht. Stupsi kann sich offensichtlich nicht zwischen Ihnen beiden entscheiden. Ich rate Ihnen also, sich schleunigst zu vertragen. Ha! Eher würde ich freiwillig Pausenaufsicht machen. Eher würde ich freiwillig Kap Horn umrunden im Tretboot. Also werde ich eine Entscheidung treffen. Zum Wohle des Tieres. Vor die Tür gesetzt. Und das mit Dauerkarte. Und trotz großzügiger Spende. Jetzt haben Sie es geschafft. Sie haben mir mein Zuhause genommen. Zuhause? Ja, genau. Dort, da drin. Das ist mein Revier. Mein Paradies. Sie als Kapitän, Sie haben Ihre 7 Weltmeere, aber ich... Na ja, genau genommen, als der Dampfer. Wie? Jungfernstieg Eppendorf. 5-mal am Tag. Hin und zurück. Oh, ich wusste es. Sie sind ein falscher 50er. Ja, ja. So sind Sie nun mal, die Menschen. Immer nur schummeln. Aber die Tiere, die tun sowas nicht. Die... Moment mal. Vielleicht ist das ja unsere Chance. Wie? Kapitän Rundstedt, ich liebe Sie. Ist das jetzt eine Falle? Ja, natürlich ist es das. Wieso? Verstehen Sie doch, der Direktor hat's gesagt. Stupsi ist krank, weil sie sich nicht entscheiden kann zwischen uns. Also, wenn wir jetzt so tun, als würden wir uns mögen... Geht's ihr gleich wieder besser? Mensch, Mädchen! Moment! Dass das ganz klar ist. Wir mögen uns nicht wirklich. Ach so. Wir tun nur so, als ob. Exakt. Schummeln zum Wohle des Tieres. Nein, so etwas. Kapitän Rundstedt, Sie hier? Meine liebe Frau Pückler, Ihre Augen strahlen wie die Sterne am Himmel von Sansibar. Übertreiben Sie es nicht. Stupsi ist nicht blöd und küssen kommt nicht in Frage. Aber einhaken muss sein. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Ich freue mich auch so, Sie zu sehen. Nicht so dick. Wie so dick? Ja. Ei, Sir! Das klappt nicht. Wir müssen mit dem Gesäusel aufhören und richtig zur Sache kommen. Na gut. Zum Wohle des Tieres. Toller Wetter. Sie sind ja wirklich eine Lehrerin. Und ich sage 2+. Hm.
soll dir Glück bringen, wenn Elefanten zum Eingang blicken. Und was passiert, wenn sie durch das Tor hindurchreiten? Das käme auf den Versuch an. Hi-hot, Stupsi. Ach, gelinde.